Die Idee, überhaupt ein Live-Album zu machen, war eigentlich auch gar nicht unsere, sondern die kam von unserem Publikum. Wir haben live gespielt, dann kommt nach dem Konzert, kommt dann einer an und sagt, aber das ist so toll, wie ihr live spielt, wollt ihr nicht mal ein Live-Album machen? Und dann der ausschlaggebende Mann in dieser Truppe war wirklich der Matthias, der dann irgendwann gesagt hat, Jungs, ab morgen nehmen wir auf. Auf der Bühne in dem Moment die Musik zu nehmen und umzusetzen, ist für mich das Größte, was es gibt. Genau diese Magie zu entwickeln, wo das eben zwischen Publikum und deiner eigenen Spielfreude so matcht, dass es einfach ein grandioser Abend ist. Es ist ja, wenn die Leute begeistert aus dem Konzert gehen, dann hast du denen ja eine schöne Zeit beschert und denen auch eine große Freude gemacht. Das ist ja mit das Schönste, was man so als Mensch eigentlich machen kann. Leute fragen mich immer, wieso hast du beim Konzert immer die Augen zu? Und bei mir ist es eben so, ich versuche wirklich, indem ich die Augen schließe, habe ich ja weniger Reize von außen und ich werde Teil dieser fünf Leute, die miteinander Musik machen. Bei den wirklich magischen Konzerten ist es so, dass du dir selber beim Spielen zuschaust und denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, das ist was man nicht erklären kann. Ein Stück handelt ja von irgendwas und ein Stück beschreibt irgendein Gefühl oder irgendeine Begebenheit und ich versuche immer mit meinen Gitarrensoli diese Geschichte weiterzuerzählen. Für mich ist das einfach nur ein Ausdruck meiner tiefsten Seele und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Leute mich auch verstehen mit dem, was ich da sagen will. Live-Spielen ist einfach das Ehrlichste, was man machen kann. Absolut. Live-Spielen ist definitiv im besten Sinne des Wortes die Hosen runterlassen. Da gibt es kein Netz, keinen doppelten Boden. Du stehst mit den fünf Jungs, die du da bist und lieferst ab. Und das ist halt jede Nacht anders. Und das ist absolut pur und authentisch. Es geht gar nicht anders. Wenn du dann die Augen aufmachst, der Song ist fertig, du kriegst auch noch Applaus dafür. Toll. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, das schon mal vorab, dass wir jetzt nach jeder längeren Tour, also ich habe das jetzt entschieden, dass wir nach jeder längeren Tour eine Live-Platte machen werden. Daran seht ihr auch, was für eine demokratische Band wir sind. Weil der Matthias hat das jetzt entschieden. Genau. Danke, Matthias.